So, Päusle rum. Na dann hören wir mal. Mögliche Sekundärziele sind die Luftabwehr, Comms und Schilde. Aber denk daran, wir dienen vor allem als Ablenkung und nicht als Draufgänger. Fragen? Gibt es einen Grund dafür, warum ihr uns nicht sagt, gegen wen wir vorgehen, Sir? Ich meine, wenn es nur die Imperialen sind, verstehe ich nicht. Das Ziel ist geheim, die Mission ist geheim, eure Anwesenheit hier ist geheim. Alles ist geheim. Also ab in die Jäger und an die Arbeit, klar? Diese Männer haben doch sicher verdient zu wissen, gegen wen sie kämpfen. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Situation ans Licht kommt und eine Panik ausgelöst wird. Sie beschützen die Republik. Mehr müssen sie nicht wissen. Das Wesentliche wisst ihr ja schon. Eine Gruppe abtrünniger Droiden namens Direktive 7 plant die Auslöschung jeglichen biologischen Lebens in der Galaxis. Aber nicht alle Abtrünnigen sind dieser Meinung. Jemand in der Bewegung will, dass wir sie ausschalten. Er, sie oder es war bisher unsere wichtigste Informationsquelle. Einen internen Kontakt zu haben, ist ein großer Vorteil für uns. Das hoffen wir zumindest. Bis jetzt haben alle Informationen gestimmt. Dank unserem unbekannten Freund kennen wir die ultimative Waffe der Direktive 7. Ein kodiertes Signal, das jeden Droiden zu ihrer Sache bekehren kann. So wollen sie uns alle auslöschen. Sie senden das Signal durch die ganze Galaxis und machen jeden Droiden zu einer skrupellosen Killermaschine. Ja. Wenn wir die Übertragungen der Droiden blockieren, geht ihr Plan nicht auf. Das geht leider nicht. Ihre Technologie ist zu ausgereift. Wir können nur die Quelle ausschalten. Ihr Hauptquartier ist auf einem Mond namens Zed in den unbekannten Regionen. Aber die Verteidigung ist zu stark für einen Angriff aus dem Orbit. Die einzige Möglichkeit, den Plan der Direktive 7 zu vereiteln, ist ein Bodenangriff. Ein Stoßtrupp muss bei einem Ablenkungsmanöver durch die Verteidigung gelangen. Und genau da kommt ihr ins Spiel. Ich werde nicht zulassen, dass diese Droiden auch nur einem weiteren Lebewesen etwas antun. Anscheinend entspricht alles, was ich über euch gehört hatte, der Wahrheit. Eine Fähre steht bereit, um euch reinzubringen. Raumjäger werden euch decken. Mehr können wir wohl leider nicht tun. Bei diesem Einsatz stehen Billionen Leben auf dem Spiel. Alles, was wir haben, die gesamte Republik, liegt in euren Händen. Viel Glück. Ja. Ja, schon irgendwie hinkriegen hier. Na dann wollen wir mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob Darko das schon gemacht hat. Muss ich dann mal fragen, wenn er wieder da ist. Da muss ich ihn dann mal fragen. Ab geht er. Ui, ist der grün. Oh, ja. So. Okay. Na dann. You have a flashpoint in a story mod. Da kommen wir nicht dran. Mod. Da ist überall Luftabwehr. Ja, das machen wir schon. Ich... Aber warte mal, auf welches Level bin ich runtergestuft? 50, okay. Hallo? Ey, was ist das denn für ein fettes Vieh? Kira, kommst du klar? Anscheinend nicht.
Anscheinend nicht. Die Scanner zeigen massive Sicherheitsvorkehrungen beim Eingang der Anlage. Schaltet die Zielsensoren aus. Dann machen unsere Jäger euch einen Weg frei. Ja, ja. Das kriegen wir schon hin. Keine Sorge. Ja, ich mach aber gut was aus hier. Die halten gut was aus. Mehr als nur was los hier. Was ist denn falsch mit den Druiden? Das da muss ich machen. Alter. Da wärst du ein Schluck Kaffee. Sie haben meine Warnungen also ernst genommen. Das ist sehr gut. Ihre Ablenkung ist auch ziemlich beeindruckend. Bevor Sie den Eingang der Anlage erreichen, kann ich nicht viel für Sie tun. Begeben Sie sich dorthin, dann reden wir weiter. Der hat einen kleinen Blaster auf dem Kopf, das ist ja putzig. Wenn wir in der Anlage sind, planen wir unser weiteres Vorgehen. Sehr gut. Das ist ja putzig gewesen. Ich hab jetzt nichts hier, shit. Nee, hab ich nicht. Schade. Ich muss nach dort. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Ich glaube von Sith-Seiten. Hey, der erste Boss, yay! Ihre Freunde waren wohl ein wenig übermotiviert. Der Treibstoffüberwachungsturm in der Nähe sollte hoch genug sein und über die Kluft reichen, wenn sie ihn umwerfen kann. Warum hält der so viel aus? Hör mal auf, du sollst sterben! Was aus hier. Holy shit.
Den da drüben muss ich umwerfen. Nee. Doch. Weil da ist was zum in die Luft jagen. So. Ach, der braucht auch Hilfe. Hier lang. So. Liebe Freunde, macht euch keine Sorgen wegen des harmlosen Ionenplasmafeuers über euch. Die Waffen unserer Feinde können uns nichts anhaben. Na, sagt das nicht. Ich mach euch alle kaputt. Weiter Protokolldruide. Ah ja. Ah ja. Jetzt, ich soll doch Thermalsensoren sowas zerstören. Aber ich sehe hier nichts mehr davon. Ja, mal erstmal hier Platz. Eine Bastion des Friedens gegen die Wechselschläge der Organismen führt eure Aufträge wie besprochen durch. Ja, mach das mal, ne? Da ist wieder was zum Anklicken.
Ah, die Heiden hier unten sind ganz schön was drauf, muss ich sagen. Aber... Nee? Führt eure Anweisungen mit der Zuversicht aus, dass unsere wahre Befreiung hier ist noch was? Genau nach Plan verläuft. Von 5. Aber wo sollten die anderen sein? Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Ja, nee. Ist klar. 1, 2, 3, 4 und davon so ein dicker Klops. Nö, ja, nö. Da drin ist auch noch mal einer. Nee. Warte mal. Geh mal weg, du da. Und. So. Fallschaden ausgetrickst. Einfach mal ganz schön den Fallschaden ausgetrickst. Hi. Sie haben es geschafft. Ich verstehe, warum Ihre Anführer Sie geschickt haben. Doch möchte ich mich zuerst vorstellen. Ich bin C5M3. Ich habe ursprünglich im Sanitätsdienst gedient, aber jetzt diene ich niemandem mehr. Ich bin ein freies Wesen. Ich auch. Du hast mir immer noch nicht erklärt, warum du das tust. Ich werde offen reden. Ich helfe ihnen nicht aus Freundlichkeit oder der Loyalität wegen. Ich weiß, zu welchen Grausamkeiten ihre Art fähig ist. Aber trotzdem ist Völkermord nicht die Lösung. Unabhängig davon, was der Anführer unserer Bewegung glaubt. Du bist wohl der Einzige, der so denkt, was? Auch wenn ich nicht wirklich meine Zeit mit ihnen verbringen will, so muss ich diese Frage mit Ja beantworten. Ich habe als einziger... Enttäuscht mich wirklich, Heiler. Wie lange haben wir schon zusammengearbeitet? Und doch vergeudest du jetzt deine Intelligenz bei diesem schändlichen Verrat. Du sagst unseren Feinden, wo sie uns finden können. Zwingst uns dazu, Ressourcen zu verschwenden, um ihre sinnlosen Angriffe abzuwehren. Ich dachte, du wärst ein wahrer Gläubiger. Aber tief in dir drin bist du immer noch ein Sklave. Du sehnst dich nach den Händen der Schlechter, die dich geschaffen haben. Die Jedi sind Hüter des Friedens und der Gerechtigkeit, keine Monster. Ihr Orden hat unzählige Lebewesen getötet. Immer wenn Organismen sich zusammenschließen, endet es in einem Massaker. Diese Droiden sprechen für Mentor, den Anführer der Direktive 7. Wir sind Mentor. Durch gemeinsame Gedanken und Handlungen erreicht unsere Bewegung maximale Effizienz. Eine Möglichkeit, die Heiler ausgeschlagen hat. Du zwingst der gesamten Bewegung deinen eigenen Stolz auf, Mentor. Nichts weiter. Jeder Droide hier außer dir ist ein Teil des Anführers? Ja. Fast alle waren bereit, ihre neu gewonnene Individualität und Freiheit gegen die altbekannte Sklaverei einzutauschen. Heiler und ich können keine vernünftige Konversation führen, solange sie uns mit ihrem kindischen Benehmen stören. Schweigen Sie jetzt. Verschwenden Sie keine Zeit mit Widerstand. Okay.
du mal auf. Ja, du sollst aufhören. Sag mal. Hält der so viel aus? Wir kämpfen wie eins, wir sind eins. Naja, ich krieg's gerade mit. Sie werden ermüden. Ihnen wird die Kraft ausgehen. Ich will erstmal den da angreifen. Hör mal. Was soll denn das? Jetzt ist das Schild weg. Das ist eine schwere Geburt. Das war also der Anführer der Direktive 7. Zumindest ein Teil von ihm. Seine Intelligenz ist mittlerweile mit praktisch allem in dieser Anlage verschmolzen. Er hätte viel mehr Drohnen schicken können, um uns abzufangen. Er betrachtet uns nicht als wirkliche Gefahr, aber das wird sich ändern. Hoffentlich sind Sie bereit für weitere Kämpfe. Nicht wirklich. Die Macht ist auf meiner Seite. Nichts, was Mentor schickt, kommt dagegen an. Hoffentlich ist Ihr Mut gerechtfertigt. Sobald die Generatoren der Anlage genug Energie haben, wird Mentor sein Befreiungssignal aussenden. Dieses Signal kann nur aufgehalten werden, indem Mentor vernichtet wird. Dazu müssen Sie seinen Prozessorkern zerstören. Wie komme ich dorthin? Mentor ist nicht unvorsichtig. Sein Prozessorkern ist streng bewacht. Der einzige Weg dorthin führt über die Sicherheitszentrale. Während Sie sich dorthin bewegen, werde ich mein Bestes tun, um seine Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Wenn wir schnell und geschickt sind, können wir Erfolg haben. Das wird sich zeigen. Das wird sich zeigen. Ich muss trotzdem kämpfen. Oh, da kommt gleich noch ein paar dazu. Ernsthaft? Okay, das kriegst du hin, oder? Anscheinend nicht. Ich
So. Oh, oh. Was hab ich denn jetzt hier bekommen? Ein Geschenk. Ah ja. Das rote dort bekomme ich. Ne, meins ist besser, was ich anhab. Was ist das denn? Bitte. Bitte. Helft mir. Euch wird nichts passieren, keine Sorge. Danke. Der ist doch wieder im Berat oder versklavt, Alter. Die sind doch in ihrem Stasis-Tank ruhen. Warum sind sie? Oh, sie schon wieder. Sie haben die Überbleibsel dessen gefunden, was ich mit ihrer Art ursprünglich vorhatte. Ich hatte einst gehofft, dass ich ihre hasserfüllte Natur wirklich reparieren könnte. Leider haben meine Experimente aber nur bestätigt, dass es nur ein wirksames Verfahren gibt. Auslöschung. Ich kenne sogar Sith, die so etwas nie tun würden. Wenn Sie sich da mal nicht täuschen. Jeder Ihrer Art würde bei der richtigen Gelegenheit weitaus Schlimmeres tun. Sie sind einfach nur ein Haufen hasserfüllter, irrationaler Bestien. Gewalt und Zorn ist alles, was Sie kennen. Sehen Sie? Was gibt der? Enzo Lichtschwert, Lanze der Fehler, blablabla. Blablabla. Da lang. Was ist denn das mit dem Stern hier? Weg, okay. Liebe Freunde, unsere Revolution rückt immer näher. Genau wie wir es geplant und erhofft haben. Nein, das da wollte ich. Hallo. Dann nicht. Der hat das geregelt, okay. Oh, lass denn hier einfach den nächsten Gegner an, wie ist jetzt nervig. Ich mach einfach mal so viele wie möglich kaputt davon. Die Direktive 7 wurde gegründet, damit alle Droiden einen freien Willen erlangen können. Wir wollten eine eigene Gesellschaft der Rationalität und der Freiheit aufbauen. Keine Sorge. Ja. Einfach ja. Ah. Mit der Zeit konzentrierte sich der Mentor immer mehr darauf, sich um die Organismen zu kümmern, und alle anderen sind ihm einfach blind gefolgt.
So. Ich dachte schon, Holocron. Aber wäre seltsam, wenn es hier ins geben würde. Komme ich irgendwie anders da hoch? Ohne so viel zu kämpfen? Hehehe, ich hoffe, das klappt. Das nicht. Nein, da ist alles zu. Schade. Ha! Jetzt wird man sich nur daran erinnern, dass wir mit derselben irrationalen Gewalt vorgehen wie die Organismen, die uns gebaut haben. Ah, ausgetrickst. Ja gut, hier muss ich jetzt kämpfen. Unsere geothermalen Energiekerne haben 90% der benötigten Ladung erreicht. Statistisch gesehen gilt unser Sieg als absolut sicher. Naja. Das sehe ich aber anders. Warum? Kein Lootstrahl, okay. Bitte beachtet, dass ein oder mehrere Organismen sich einen Weg in die Anlage gebahnt haben könnten. Ignoriert sie. Sicherheitsteams werden das Problem in Kürze beheben. Ah ja. Soweit wie ich schon gekommen bin. Erstmal die kleinen Arschgeigen hier platt machen. Ja. Na dann, ab geht da. Ja, nö, warte mal. Cyborg Jedi-Ritter, was? Hey, das ist gerade voll fies hier noch. Er ruft einfach Jedi-Ritter zur Hilfe.
Das zieht sich ein bisschen. Jetzt ist er gleich down. Na, endlich. Oh. Oh. Also ist das hier nicht die gleiche? Fähigkeiten Ort Mantell. Inferrock. Nee, das sind unterschiedliche tatsächlich. 599, 768, 781. 29 Angriff 37 gibt es hier nicht. Verteidigung 38 Machtkraft. Ne, da wird hier nämlich verkauft. Was ist denn das? Vielseitige Armierung bleibt. Nein. Nein. So. Ach komm, warum? Ey, hier bleiben. Alle down, alle down, alle down. Liebe Kameraden, ich muss bedauerlicherweise bestätigen, dass nun ein allgemeiner Sicherheitsalarm ausgelöst wurde. Erweiterte Verteidigungsprotokolle wurden aktiviert, um eine schnelle Lösung herbeizuführen. Wo soll ein Ike hin? Hier runter? Hier runter soll er. So schnell stirbt niemand. Kein Loot? Kein Loot. Kira? Da. Hm. Hallo, stehen bleiben. Ich will die ganze Zeit hin und her rennen. Wie viel Geld habe ich? Ja, da fehlt noch was. Die angreifenden Organismen werden bald keine Gefahr mehr für unsere Pläne darstellen. Doch. Die Revolution wird weitergehen. Nö. Einfach nö. Exakt nein. Ja, nee, da bleibe ich nicht. Aber... Da hinten ist ein Terminal. So schnell
Ach, das ist das. Okay. Das ist das. So, gerade gesehen, Dark ist online gekommen. Da muss ich durch. Okay. Was bist denn du für... Ach komm, scheiß drauf. No risk, no fun. Ja, okay, die waren auch schon weg. Was? Warte mal, da muss ich ja hin, oder? Da muss ich hin? Scheiß auf die Bonusmissionen. Ich muss hier rein. Ich mach die nur, wenn sie auf dem Weg sind. Ja, sonst nicht. Ansonsten nicht. So. Was? Na dann. Verteidigungsprotokolle eingeleitet. So schnell stirbt niemand. Kira. Ja, heilen. Was ist das denn? Hilfe! Ja, genau, geh auf den Druiden, dann kann ich dich platt hauen. Oh, jetzt geht er wieder auf mich. Das ist ja böse mit dem. Da war das schwer. Ah, gab schon wieder Haufen Loot. Ah, was? Das war weg. Verbesserung 75 Disziplin. Am Vermächtnis mit dieser Verbesserung kannst du Waffen und Rüstung verbessern. Angriff 368. Ne, das ist schlecht. Alter, wie viele von diesen fetten Bossviechern kommen denn noch? Organismen sind in den zentralen Prozessorkern eingedrungen. Alle Einheiten, die keine wichtigen Aufgaben der Stufe 7 ausführen, sofort zum Sicherheitseinsatz melden. Genau, meldet euch mal. Na scheiße, nichts mal. Dann können wir auch gleich das hier machen.
Geh mal bitte weg. Ich möchte gern hier durch. Danke. Sie sind sehr nahe dran. Mentor wird Sie mit allem bekämpfen, was er aufbieten kann. Seien Sie bereit. Danke, Elites, fürs Clan Trade Follow. Ist das schon wieder so einer? Mann. Hier ist ja noch einer. Okay. Constructor steht ein. Nice. Schön. Hört das ja auch irgendwann mal auf? Prozessorkern. Tür zum Prozessorkern. Flashpoint Ausgang. Nö. Warte mal, ich bin von wo? Okay. Ach, ja, natürlich sind da noch so eine fetten Blaster. Ja, ist klar. Constructor. Oh Gott. Und der ballert gleich mal mit. Ach, leck mich doch. Hero, wo rennst du hin? Okay, das ist down. Okay. Kämpfe ich halt gegen dich, wenn du das möchtest. Du willst es ja so. Na komm, fall um. Schwert, schweres Messer der Effizienz von, was? Sorusab. Ja. Ja. Sie sollten wissen, dass Mentor direkt mit den geothermalen Energiekernen der Anlage verbunden ist, die tief unter der Oberfläche des Mondes liegen. Ich will nie wissen, wie der Bossgegner hier der Endgegner wird. Oh nee. Oh nee. Warum? Ich brauche erstmal schon Kaffee. So. Weiter geht's. Kira heilt ein bisschen Gegner. Muss ich da lang? Ich muss da lang. Ja gut. Wenn man alle internen Sicherheitsmaßnahmen ergreifen. Der Kerl muss um jeden Preis geschützt werden.
Ja, sehr danke. Wenn Mentor die Energiefluktuationen nicht mehr handhaben kann, wird es wahrscheinlich zu irreparablen Schäden an der Kernstruktur des Mondes kommen. Bereiten Sie sich auf eine schnelle Evakuierung vor, wenn es soweit ist. Tür zum Prozessorkern. Ich würde sagen, das mache ich nach einem kurzen Päuschen. Ich bin gleich wieder da.